Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute haben wir den 19.05. und soweit ich informiert bin, Neumond. Ja, ich hatte gestern einen furchtbar anstrengenden Tag. Also ich mache mir ganz schrecklich Sorgen um meinen Sohn. Ne? Das habe ich euch ja gesagt, dass der an einen Narzissten geraten ist. Ne? Obwohl die nicht mehr da ist, richtet die immer noch Schaden an. Ne? Ja, und ich habe auch mein Päckchen zu tragen, sagen wir hier. Im Saarland. Ne? Ja. So, jetzt will ich mal gucken, ob das Ganze besser wird, wie die heutige Legung aussieht. Ne? Da habe ich mal die Lemalia Angel Undercover-Karten geholt. Dann die Gilderoth Lenormand und die Seelenbotschaften von der Marion Anders. Gucke ich heute mal. Ich hoffe, dass mir heute ein bisschen besser geht. Ne? Ich habe gestern mein letztes Antibiotikum genommen, aber ich bin immer noch krank, weil ich habe extremen Stress. Ne? Helfen die Medikamente nicht mehr. Im Namen Gottes. Was könnte dann heute auf das Seelenkollektiv zukommen? Ja. Ja, und die, die wohl mit mir in selben Situationen sind, da habe ich natürlich großes Verständnis dafür. Ne? Ja. Im Namen Gottes. Was ist heute wichtig? Ah, oh, Blockaden, falsch herumgefallen. Das bedeutet, dann lösen die Blockaden sich auf. Ne? Hier liegt dir jemand, hat dir jemand Steine in den Weg gelegt, ne? Und das wird jetzt beendet. Ne? Ja, im Namen Gottes geht es dann weiter, liebe geistige Welt. Ja, alles wird gut. Die Wunscherfüllung kommt, die göttliche Fügung wird greifen. Ne? Ja, du kriegst Klarheit über dein Leben, über deine Situation, wie du weiter verfahren sollst. Ne? Ja, also das ist eigentlich die Jokerkarte, die Wunscherfüllungskarte im Lenormand. Ne? Ja, du gehst auch in den Rückzug. Besonders von diesen toxischen Leuten ziehst du dich zurück. Du lässt dir nichts mehr gefallen. Kann sein, dass du dich strandst. Ne? Von den Leuten, die deine Grenzen überschreiten, ne? Weswegen es dir auch schlecht geht, ne? Da kann es bis zur Trennung kommen, ne? Meistens ändern die sich ja nicht, ne? Wenn man denen sagt, ja mal, wie du mich da behandelst, das tut mich verletzen oder macht mich krank oder hör auf damit, die lassen das ja nicht, ne? Die haben ja keine Einsicht. Ja, also hier kommt ein Neuanfang nach dem Rückzug, ne? Wo es in kleinen Schritten vorwärts geht. Ne? Ein Neuanfang wartet auf dich, der wo hat dich aber auch in deinen Erfolg führt. Ne? Ja, wir gucken mal, eventuell zu einem neuen Seelenpartner. Auf jeden Fall fühlst du dich eingesperrt. So, und da kriegst du, hier kommt was mit Sicherheit, was dich befreit aus deiner Isolation, ne? In die, wo du dich zurückgezogen hast, ne? In diesem Neuanfang. Da wirst du Erfolg damit haben. Ne? Im Namen Gottes. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, dieser Neuanfang wird freudig sein, überraschend kommen, wie ein Geschenk erscheinen. Ne? Ja, vielleicht eine Einladung, ein Besuch. Also hier kommt was Schönes auf dich zu, was Überraschendes. Ne? Ja, du bist aber unsicher deswegen. Ne? Ja, aber die Wolken, die lösen sich auf. Ne? Also hier ist noch was im Nebel. Aber der Nebel wird sich lichten, da wirst du sehen, um was es geht. Ne? Ja, hier ist was unklar. Ne? Unter dir ist unklar, ob du einen freudigen Neuanfang machst, ne? Einen schönen. Vielleicht hast du Angst davor. Ne? Ja, hast Schwierigkeiten, bist ganz unsicher. Ne? Es geht aber darum, dass du in ein festes Fundament gehst, ne? Ein sicheres Fundament. Dass du ein Zuhause findest. Ne? Wo du sicher bist, auch finanziell abgesichert, ne? Weil oft ist es so, wenn du dich in toxischen Partnerschaften oder so aufhältst, ne? Da ist auch das Finanzielle meistens unsicher, ne? Ja. Hier geht's darum, dass du dein Zuhause findest, ne? Wo du wieder deine Ruhe hast, ne? Hier soll was verankert werden, sicher gemacht werden, ja? Kann eine Arbeit auch noch sein, ne? Kann aber auch mit dem Ausland zu tun haben, ne? Ja.
du holst dir Hilfe und Unterstützung oder kriegst Hilfe und Unterstützung in deiner Situation. Der Hund steht auch manchmal für einen Seelenpartner, steht aber auch für den Freundeskreis. Aber auf jeden Fall sind das Leute oder eine Person, die wo dir treu und loyal ergeben ist, ne? Weil jetzt greift nämlich das Schicksal ein. Du triffst jetzt schicksalshafte Menschen, ne? Das Karma greift, ne? Du sollst ernten, was du gesät hast. Und wenn du immer ein guter Mensch warst, dann kriegst du jetzt auch zurück, was du gesät hast. Und die Böse, die wo dir Leid zugefügt haben, ne? Die kriegen auch, was sie verdient haben, ne? Wegen denen du dich in einer Krise befunden hast, ne? Wo du sehr unschöne Lernaufgaben hattest, ne? Dieses Kapitel wird jetzt zugeklappt, ne? Und ein neues fängt an, aber das liegt noch ein bisschen so, ich sag jetzt mal, wie Geheimnis in der Luft, ne? Ja? Also das alte Kapitel wird zugeklappt, das kann auch sein, dass du da die Nase voll davon hast, ne? Wenn es dir ewig schlecht gegangen ist durch verschiedene Personen in deinem Umfeld oder auf der Arbeit, ne? Ja, das Kapitel wird zugeklappt, ein neues Buch wird aufgeschlagen, ne? So, holen wir mal die nächsten Karten. Niemand hat das Recht, dich schlecht zu behandeln. Denk da immer dran, ne? Niemand. Im Namen Gottes. Du bist auf die Welt gekommen, um glücklich zu werden und nicht damit du da der Aschenbrödel für andere spielst oder dich von anderen Leuten wegen ihren Macken oder was weiß ich, was die haben, ne, da wie Dreck da behandeln lässt, ne? Im Namen Gottes. Ja, hier geht's um einen Wunschpartner, ne? Der wo eventuell auf dich zukommt. Oder um einen Partner, den wo du hast, oder Ex-Partner, ja, der wo mit dir sich keine richtige Kommunikation abhält, ne? Missverständnisse, ne? Wo permanent alles in den falschen Hals bekommt, ne? Das sind ja diese narzisstischen Leute. Mit denen kann man ja überhaupt nicht reden, ne? Ganz schlimm, ne? Im Namen Gottes. Ja, jemand, der wo eine verzerrte Wahrnehmung hat, ne? Verzerrte Realität, Illusionen auflegt, Maskerade sich abhält, ne? Meistens sind die ja, die wo zum Beispiel häusliche Gewalt oder so verüben, ne? Die sind ja nach außen, sind die so freundlich und alles, ne? Keiner ahnt, ne? Was die zu Hause machen, wenn die Tür ins Schloss fällt, ne? Dass dann die ganze Familie unter denen zu leiden hat, ne? Ist ja ganz oft, wenn Menschen umgebracht werden, da wird ja immer die Nachbarschaft da so befragt von der Presse. Und da sagen die jedes Mal, ach, der war doch so lieb, der hat immer den Rasen gemäht, ne? Ja, oder ach, die Frau, die war ja so nett, ne? Die hat immer meiner Mutter da, was weiß ich, Kuchen gebracht, ne? Ja, ja. Ja, kann auch sein, dass dein Wunschpartner eventuell einen neuen Partner gefunden hat, ne? Ja. Wirkt äußerlich erstmal glücklich, hat aber eine verzerrte Wahrnehmung, ne? Hier ist alles nur schon Theater, ne? Weil die Gefühle sind nicht hochschwingend, ne? Jo. Es geht darum, dass du diese falschen Leute, die wo dir Schaden loslässt, freigibst, laufen lässt, ne? Böses Irrchen, verpasst den Zug nicht, ne? Ja. Ja, das sind Leute, die wo dich in deinem Prozess behindern, ne? Ja. Lass Leute los, die wo dir nicht gut tun, ne? Entscheide dich für einen neuen Weg. Da kriegst du wahrscheinlich auch zwei Möglichkeiten aufgezeigt, mal mindestens, ne? Wo du dich entscheiden kannst, ne? Mehrere Möglichkeiten, neue Chancen, ne? Die Entscheidung sollte auch getroffen werden, weil ich gehe davon aus, dass du von sehr negativen Leuten umgeben bist. Ne? Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch, ne? Wenn du die richtige Person schon gefunden hast. Ja, die machen einem ja meistens auch den Selbstwert kaputt, ne? Das bedeutet, du musst dein Selbstvertrauen wieder stärken, in die Selbstliebe gehen, ne? Tu daher Dinge, die dich erfüllen und glücklich machen, ne? Ja? Ja. Richte dich neu aus. Folge deinem inneren Kompass. Hier beginnt ein neuer Zyklus für dich, ne? Also im Lenormand sind das die Störche. Hier kommt eine Veränderung auf dich zu, wo ich dir die Daumen drücke, dass sie positiv wird, ne? Ja. Du sollst nämlich wieder in dein Gleichgewicht, in deiner Harmonie, wieder in der Lebensfreude sein. Durch toxische Leute verlierst du ja auf Deutsch gesagt dein Lachen, ne? Ja?
versuche in deiner Mitte zu bleiben und tu Dinge, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Im Namen Gottes. Grenze dich von negativen Leuten ab, sag nein. Achte auf dich und deine Grenzen und erkenne deinen eigenen Wert. Lieben heißt nicht, alles ertragen oder mitmachen zu müssen. Ne? Sage nein, wenn es sich nicht richtig oder gar schmerzhaft anfühlt. Ne? Ja, weil hier hast du es nämlich mit Leuten zu tun, die wo dich kontrollieren. Guck mal, ganz böses Gesicht. Ne? Sich und andere was vorspielen. Ne? Nach außen strahlend lächeln. Ne? Aber innen böse. Ne? So, füllen wir mal die nächsten Karten. Im Namen Gottes, was ist denn heute noch wichtig? Grenzwächter. Ja, erkenne die Dinge und Menschen, die deine Grenzen allzu gedankenlos überschreiten und schütze dich vor denen. Ne? Weil das macht dich todkrank und letztendlich kannst du dich tatsächlich umbringen. Ne? Ja, das ist denen ja dann egal. Ne? Finde Menschen, die ein ähnliches Ziel wie du verfolgen und ähnlich wie du sind. Ne? Und baue neue, inspirierende Kontakte auf. Ne? Ja, Menschen, die wo dir halt eben gut tun. Ne? Im Namen Gottes. Ätherische Öle könnten dir helfen. Ja, ich habe mir heute mal vorgenommen, mich mal mit ätherischen Ölen einzureiben. Ne? Hole die Kraft und den Duft von ätherischen Ölen und Aura-Raumsprays in dein Zuhause. Lass es sie wirken, auch auf dich. Ne? Ja? Emotionen und Situationen, aber auch Verletzungen aus deiner Kindheit, ne? Die kriegst du jetzt im Außen da gezeigt. Das kann sein, dass du als Kind schon nicht gut behandelt wurdest, ne? Um geheilt zu werden. Deswegen sollst du gut zu dir selbst sein, ne? Jetzt scheint sich die Fülle in deinem Leben mal zu zeigen. Erkenne sie, ne? Du bist reich. Allein schon, weil du ein liebevoller Mensch bist, ne? Bist du schon reich. Da hast du ja Gefühle und alles, hast Liebe in dir, ne? So ausmisten, die besondere Art des Loslassens. Wenn du irgendetwas im Außen loslässt, spürst du auch innerlich mehr Leichtigkeit. Ne? Gehe mit offenen Augen durch dein Zuhause und verabschiede dich von Dingen und Menschen, die nicht mehr zu dir gehören. Ne? Finde deinen Platz im Leben, das Gefühl, zu Hause zu sein. Ne? Wenn du irgendwo nicht gut behandelt wirst, ne? Oder nur Sorgen hast, dann fühlst du dich ja nicht daheim, ne? Fühlst du dich zu Hause, dort bei dem, wo du bist, ne? Fühle Wertschätzung, wenn es so ist, ne? Ja. Im Namen Gottes. Ja, Freundschaften sollst du neue dazu bekommen und auch pflegen, ne? Fühle den Freund, den Wert einer Freundschaft. Ne? Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorsingt, wenn du sie vergessen hast. Ne? Denke mit dem Herzen, ne? Mit den Freundschaften. Außerdem brauchst du mal eine Auszeit, wahrscheinlich wie ich. Ne? Meine Ärztin hat immer zu mir gesagt, sie bräuchte mal ein Jahr einsame Insel, damit sie mal ausruhen können. Ne? Nimm dir ein wenig Zeit für dich, möglichst allein und in einer anderen Umgebung und weit weg von toxischen Leuten. Ne? Ein kleiner Tapetenwechsel kann da Wunder wirken. Ne? Nimm dir auch Zeit für Körper, Geist und Seele. Lass dich mal richtig verwöhnen, ne? So ein bisschen Wellness oder so. Ne? Ja, im Namen Gottes. Ja. Tanzen. Ja, früher bin ich immer tanzen gegangen, seit ich verheiratet bin, gar nicht mehr, ne? Ja, tanzen ist natürlich gut für den Körper und für die Seele, ne? Ja. Außerdem sollst du dich zurückziehen, ne? Manchmal liegt der Schritt nach vorn im Rückzug, ne? Ja. Hier gibt's eine Situation, eine hochtoxische Person, hier ist der Teufel drauf, die wo du schon lange beenden wolltest und schaffst es einfach nicht, ne? Scheinbar zerreißt sich das für und wieder, ne? Oder du hast Angst davor, ne? Hast du innere Konflikte. So, und mach jetzt langsam, ne? Rase nicht durch dein Leben. Achte auf dein Tempo. Jeder hat sein eigenes Tempo, ne? Und achte auch auf dich, ne? Damit dir auch nichts entgeht, ne? Und halte nicht mehr an Dinge oder Menschen fest, die nicht mehr im Einklang mit deiner Seele schwingen, ne? Beende jetzt, was dir nicht gut tut oder was dich gar
krank macht, ne? Trau dich, du bist nicht allein. Ne? So, jetzt hole ich mal die Würfel. Im Namen Gottes geht es dann weiter, liebe geistige Welt, heute am Neumond. Neumond ist ja auch die Zeit, wo Neues anfängt, ne? Altes wird beendet, Neues anfängt. Da kriegst du ein Licht gezeigt, ne? Ja? Damit du den dunklen Tunnel beleuchten kannst, ne? Es geht vorwärts, ne? Für dich. So, du kommst in deine Wunscherfüllung, ne? Du sollst auch in deine Wunscherfüllung, weil du ein guter Mensch bist, ne? Hier habe ich Aladdin in die Wunderlampe. Scheinbar geht's vorwärts mit deinen Wünschen, hm? Auch wenn sich's im Moment noch nicht so anfühlt, ne? Also ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass diese Würfel auch für mich stimmen. Im Namen Gottes. Ja, die Würfel sind auch gefallen, ne? Von negativen Situationen hast du die Nase voll, ne? Ja, jetzt wird neu gewürfelt. Hier kriegst du auch wieder ein Licht gezeigt, ne? Die Taschenlampe, ne? Beleuchte, wo du hin willst. Beleuchte alles, ne? Ja, du sollst, hier soll sich etwas für dich gut entwickeln. Du sollst deinen Platz im Leben finden. Menschen, die wohl zu viel Platz einnehmen, ja, da sind die Würfel schon wahrscheinlich dagegen gefallen, ne? Im Namen Gottes. Innerlich zuerst und äußerlich folgt ja da meistens auch, ne? Im Namen Gottes. Ja, hier macht dir jemand Schwierigkeiten und Komplikationen, eine sehr falsche Person. Das kann Frau sein, Mann sein, ne? Eigentlich steht die Schlange für eine Frau, aber die Wahrheit ist, es gibt ja auch falsche Männer, ne? Ja. Ja, jemand, der wohl Schwierigkeiten und Komplikationen verursacht, das gilt es abzustreifen, dieses Alte, ne? Ja, das kann sein, dass du auf Umwegen, ja, in deine Wunscherfüllung gehst, ne? Der Stern mit mehreren Menschen, ne? Ja, dass du wieder Hoffnung kriegst, ne? Die wahre Liebe eventuell sogar findest, ne? Ja, dass du, und außerdem bist du überall von der geistigen Welt beschützt. Für mich ist das auch der Stern im Tarot, ne? Das bedeutet, dass du auf Umwegen in deine Wunscherfüllung gehst. Aber hier, die Schlange steht auch für eine toxische Person in deinem Umfeld, ne? So, da kriegst du jetzt Hilfe und Unterstützung dabei, ne? Die Leiter, um da rauszukommen, ne? Ja, vielleicht schaffst du das nicht allein, weil du wie ich krank bist oder so, ne? So, jetzt hole ich mal nochmal die Namo. Im Namen Gottes. Ja, wieder die Schlange. Ne? Die habe ich ja eben erklärt, ne? Es kann sein, dass du eine toxische Beziehung hinter dir hast oder in einer toxischen Beziehung steckst oder toxische Familiensituation oder Arbeitsverhältnisse, ne? Ja? Ja, durch einen Mann, ja? Ja, einen Partner oder eine Frau, das kann auch eine Frau sein. Ja. Ja, jemand, der wohl zu viel Platz in deinem Leben einnimmt und auch deine Gesundheit beeinträchtigt, ne, so wie bei mir, ne, ja. Aber du sollst jetzt deinen Platz im Leben finden, hier soll sich was verwurzeln für dich, etwas Schönes, der Regenbogen, deine Wunscherfüllung, ne, es ist ja nicht dein Wunsch, in einer schlechten Situation zu bleiben, ne, ja. Ja, genau, hier kommt eine Veränderung auf dich zu, eine positive Veränderung stehen die Stärke eigentlich dazu, ne, ja. Weg von den Sorgen und Ängsten, von dem Mangel und alles, was an dir nagt. Ne? Ja, du hast wahrscheinlich Angst, ne? Von dieser Veränderung. Sonst hättest du sie ja schon gemacht, ne? Ja. Aber für die Ängste, Zweifel, Sorgen und Nöte und den Mangel läuft jetzt die Zeit ab, ne? Ja, genau. Für eine Beziehung. Es kann sein, dass du das, dass du an etwas oder jemand noch gebunden bist, verheiratet, beziehungsmäßig, in der Familie oder wo, ne, ja, ja, wo du dich immer wieder im Kreis gedreht hast, das, da läuft jetzt die Zeit ab. Hier kommen Neuigkeiten auf dich zu, ne, ich denke positive Neuigkeiten, wie du zum Beispiel eine toxische Beziehung oder sowas beenden kannst, ne, oder du kriegst einen Liebesbrief, dass sich jemand mag. Auf jeden Fall geht es darum, dass du in deine Wunscherfüllung gehst. Ne? Die Wunscherfüllung kommt auf dich zu. Die geistige Welt möchte dich dabei auch unterstützen und Menschen, die wo dich lieb haben. Ne? Hier kommt dein Seelenpartner auf dich zu. Ne? Ja?
jemand, der wohl dir vielleicht einen Brief schreibt, ne? Aber auch mit Geld hat das was zu tun. Hier fließt etwas, ne? Hier geht es vorwärts, ne? Hier geht es vorwärts und du hältst natürlich mit die Zügel in der Hand, ne? Hier könnte jemand aus der Vergangenheit zurückkommen, ne? Ja, genau. Jemand aus der Vergangenheit. Und hier ist auch jemand, der wo sich mit dir Machtkämpfe abhält, dem zeigst du jetzt die Krallen. Dir reicht's, ne? So, das war's dann mal von mir. Ja, das Kapitel wird zugeschlagen, ne, mit diesem Negativen. Die geistige Welt beschützt dich so gut sie kann. Seelenpartner kommt auf dich zu, das ist ja wunderbar, ne? Ich sag immer, ich brauche nur eine Person und da bin ich glücklich um mein Kind, ne? Ja, zieh dich zurück vor diesen negativen Leuten. So, ich freue mich über ein Like, einen Kommentar, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr die Videos angezeigt bekommt, das Ganze ein bisschen teilt, ne, mit Freunden vielleicht, ne? Ja, und ich bedanke mich schon im Voraus für eure lieben Kommentare und wünsche euch einen schönen Neumond, ne? Lasst euch nicht scheiße behandeln, ne? Ja, wehrt euch, ne? Und überlegt euch mal, wenn euch jemand schlecht behandelt, das habt ihr nicht verdient. Ne? Dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und beende somit die Legung. Tschüss.